Siehst du die Insel schon? Nein. Guck mal, vorne, hinten. Dreh dich mal um. Müsstest du eigentlich sehen. Oh ja. Ist riesig. Das ist also, wieder so eine Insel mit einem Vogel. Ja, ja, genau. Tieren. Das müsste eine Insel mit einem Vogel sein, mit Tieren sein. Und da können wir dann jetzt auch gleich wieder Metall sammeln und Puffofische und Schlamm. Genau, diese Puffofische, genau. Jetzt sollen wir die Haiköpfe vielleicht wegschmeißen, Jeff? Die stören jetzt, die gerade? Ja, die nehmen halt Lagerplatz weg, ne? Na gut, ein Platz, ne? Ja, aber gut, dann schmeißt mich weg. Ja, wir haben halt nicht so viel Lager. Ich würde, keine Ahnung, ich muss halt, ich habe mein Inventar. Wenn wir andere Leute treffen, könnten wir einen Maskenball machen mit den Hai. Ja, das ist natürlich stark. Das ist natürlich sehr optimistisch auch vor allen Dingen. Mit den Muscheln kann man doch die Nester bauen, ne? Wie war das denn nochmal? Hier, Vogelnest. Palmblatt, Muschel. Ja, geil. Dann würde ich sagen, baue ich doch einfach mal ein Nest, oder? Ja, auf jeden Fall. Bau mehrere ruhig, dann kommen die Vögel und die Eier. Ich brauche aber Planken dafür. Ja. Okay, wie viele? Ich brauche zwei Blätter noch und sechs Planken. Wenn du fünf Nester machst, meine ich. Wenn ich fünf Nester mache, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich glaube, ehrlich, dass die Möwen nur dann kommen, wenn die hier rumfliegen. Es muss eine Möwe in der Nähe sein. Rechts sollten wir hinfahren. Da ist eine Insel mit einer Kiste oben auf dem Dach wieder. Wir sollten einmal kurz vorher links das Fass holen. Ja, ich sammle das Fass ein. Das ist eine Insel, die wo es rechts ein Dingens gibt. Eine Kiste? Ja. Ja, lass doch einfach hier dann halten, oder? Ja, können wir machen. Gute Stelle. So, direkt zwei neue Sachen reinlegen. Kupfer. Eisen. Ah, nice. Guck mal, wir haben jetzt ein Stack Eisen. 20 Eisen haben wir am Start. Nice. Gut, dann brauchen wir ja gar keine Muscheln mehr. Dann müssen wir die schon mal gar nicht mehr sammeln. Oder kann man die Muscheln noch für was... Du weißt ja nicht, was noch kommt durch die Pläne und so. Ja, das stimmt auch wieder. Hä, wir haben Pilze? Ja, die Pilze habe ich eingesammelt. Ach, lol. Ich weiß halt nicht, wofür man die noch gebrauchen könnte später. Ja, dann weiß ich gehe mal auf die Insel und kurz hacken, ja? Ja, mach das. Haben wir auch 7 Trockenziegel. Ich glaube, wir könnten sogar gleich einen neuen Ofen bauen. Ja, stimmt, wir könnten einen neuen Schmelzofen bauen, sogar relativ easy. Ja gut, aber was sollen wir mit 3? Einfach noch effizienter sein. Ja klar, ich spring ins Wasser. Wir brauchen halt auch immer 3-mal Holz, ne? Ja, voll egal. Wenn wir genug Palmen haben später, dann sollten wir eigentlich immer genug Holz haben, mein Lieber. Ich hole gerade mal die Kiste hier ganz oben. Oh, ja. Da bin ich wieder ein nicer Scheiß dabei. Gemüsesuppe planen, bla bla. Ja gut, so krass war es jetzt auch nicht. Kannst du gleich vielleicht mal gucken, dass du neue Taucherflaschen, Schwimmflossen machst? Für uns beide. Ja, die sind übertrieben teuer. Echt? Ja, weil du brauchst dafür ja Seetang, ganz viel Glibber. Seetang brauchst du. Also hier unten gibt's ja Seetang. Hier, komm mal her. Dann sammeln wir das doch gleich. Ja. Ich würde jetzt gerne einmal kurz... warte mal, Essen müsste ja noch in der Kiste sein. Ja, perfekt. Ich würde jetzt einmal kurz eben gucken, ob ich da unten in diese Höhle reintauchen kann. Okay. Do it. Ja, hier ist eine Höhle. Ja, mein... Ah, der Hai frisst was kaputt. Ich habe keinen Speer mehr, Arschloch. Ist das eine Höhle oder ist das einfach nur ein Gang durch... Nein, das ist einfach nur ein Gang. Traurige Welt. Aber vielleicht ist das eine Höhle. Greift der Hai mich natürlich erstmal an. Hast Klassiker? Du noch einen Metallspeer? Ja, aber er ist schon angeschlagen. Okay. Klassiker. Gibt's hier Höhlen unter Wasser? Ey, yo, der Hai ist einfach, der schwimmt einfach durch Steine durch. In mich rein. Man kennt ihn. Hier ist halt noch Metall und so um die Insel rum, ne? Einiges. Sollen wir es einsammeln oder nicht? Schrott meinst du? Ja, auf jeden Fall. Nee, Metall. Richtig Metall. Ach so, meinst du? Ja, ja, auf jeden Fall. Weil wir brauchen das immer wieder für unsere Materialien, unsere Axt und Waffen. Ja, ich hab, also, wir haben 17 mit 18 Metall und Kupferbarren und so haben wir noch in der Truhe, ne? Ja, aber es geht ja immer schnell leer. Ja, das stimmt. Also, ganz ehrlich, ne, wir können einmal Schwimmflossen, können wir relativ easy machen, dafür haben wir alles da. Ja, dann mach ruhig für dich. Hast du Kunststoff und Seil zufällig? Kunststoff und Seil?
Ich habe Seile. Und Kunststoff nicht? Nee. Ich brauche 5 Kunststoff noch. Okay, nee, habe ich nicht. Scheiße. Ja, lass doch. Das ist wieder das Ding. Wir sind immer an einer Insel und haben wir die Materialien nicht, ne? Ja, das, aber gut, Kunststoff brauchen wir halt gerade übel viel, weil wir halt bauen, ne? Sonst hätten wir halt mega viel Kunststoff noch. Dann lass doch mal den Hai kurz töten und einfach so runtergehen. Okay, ich gehe als erstes rein. Okay, ich kann noch einen Hit vertragen, danach ist für mich Ende. Ja, dann lass ich, dann mach ich. Der hat einen Hit von mir bekommen. Ja, ich bleib einmal bei dir. Der hat 2 Hits von mir bekommen, also der ist gleich down. Der kommt wieder, ich sehe unten auch schon Eisen. Der hat nochmal 2 Hits bekommen, aber mir auch nochmal einen. Warte, lass mich mal vor. Also von mir hat er schon wieder einen bekommen. Was, ja, den ist er nicht down. Er ist ein krasser Hai. Okay, gut, da ist er down. Nice. Ich sammle den ein. Okay. Ich muss halt sagen, ich verstehe nicht so ganz, wie das mit den Höhlen unter Wasser funktioniert. Sind das überhaupt Höhlen oder sind das keine Höhlen? Oder sind das einfach immer nur so Durchgänge? Nee, das sind manchmal Höhlen, manchmal nicht halt, ne? Kupfer ist übrigens wichtig für Batterien. Ja, Kupfer sammle ich auch die ganze Zeit ein. So, ich versuche einfach alles einzusammeln, was nicht Stein ist. So. Ja. Also, wenn ich euer Floß mit Stahlrüstung aufwertet, haut der Hai ab, bevor das Floß Schrott ist. Ihr müsst es dann halt nur reparieren. Und das wiederum wäre ja geil. Ja. Das heißt, der beißt da rein. Wir sehen, okay, der hat da rein gebissen, aber das ist nicht kaputt. Wir müssen es reparieren. Ja. Das ist wiederum geil. Ja, true. Weil dann machen wir das. Dann, Ich würde sagen, wir sollten das erstmal zum großen Rat bringen und da sollten wir drüber abstimmen. Ja. Wir müssen den Betriebsrat auch fragen. Ja, ob das überhaupt rechtens ist. Genau, weil ich glaube eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ja. Guck mal gleich unterm Haikopf. Warte. Ach, wie cool. Das ist richtig geil, weil dann können wir nämlich so eine... auf Augenhöhe so. Ja, und davor können wir den Kochtopf dann stellen. Und dann weißt du genau, was du alles in den Kochtopf reinhauen musst, um dann am Ende deine Sachen daraus zu bekommen. Und ich glaube, wenn du einmal so kochst, dann bist du voll satt. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du halt einen riesen Aufwand machst und dann am Ende... Holz? Ja, 7 hier. 7 Holz, Schrott, alles da. Und Seile? Aber du musst mal bitte Holz einmal in den Grill legen. Ja, Moment. Obwohl, brauchst du nicht. Ich hab hier übel viel, Alter. Komm mal her. Warte, ich komm sofort. On my way. Oh, nice. Warte, stell dich mal vorne drauf. Okay, die Melodie passt irgendwie überhaupt nicht. Alles klar, breite deine Arme aus. Aber warte mal, weißt du, was du machen kannst? Warte. Wie war das denn nochmal? Wait. Du kannst du eben eine Sache schauen. Hier. Muss man jetzt nach vorne kommen? Ey, Alter, der Hai, du Hund! Guck mal jetzt hier. Da vorne, da ist die Insel. Richtig dumm. Okay. Ja, nice. Aber jetzt haben wir hier vorne... Ey, weißt du, was richtig cool wäre? Hier vorne die Tiere hinzumachen. Ja, wir können ja die Brücke in dem... Also, wir können die Brücke ja hier hinbauen. Also, guck mal, wo ich bin. Ja. Nur gerade da in die Richtung. Und dann hier vorne meinetwegen eine Wiese, dass wir immer da drauf gucken. Ja, genau. Können wir gerne machen. Ja, dann let's go. Also die komplette linke Seite ist jetzt schon mit Eisen verstärkt. Das ist geil. Oh, yo, bis hier hinten schon. Ja, nice. Siehst du, das geht doch viel schneller, als man denkt. Ist doch voll nice eigentlich. Ja. Ja gut, aber ich habe jetzt alles Eisen verbraucht, ne? Ja. Alter, wir müssen viel weiter nach links fahren. Ah, da passt aber jetzt auch. Der Wind kommt von da. Nee, der Wind... Ach, scheiße, Digga. Der Wind geht genau in die andere Richtung.
Mann, zu der linken Insel kommen wir nicht hin. Warte mal, kommen wir zu der rechten Insel. Ja, die rechte ist halt 2000 weg, aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm, ne? Nö. Dann fahren wir zur rechten Insel. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Wind am Start. Dann fahren wir halt nur rückwärts, ne? Du musst Eisen reinpacken. Ja, warte. Ist ja eigentlich egal jetzt erstmal, in welche Richtung. Also pass auf, hör mal zu. Alter, wir fahren gerade auf eine große Insel zu. Geil, die ist genau vor uns. Da fahren wir jetzt genau dran vorbei. Die siehst du sogar schon. Das ist eine große Insel. Können wir uns nochmal wieder Schlamm holen. Geil. Mach mal hier Eisen rein. Nice. Bitte. Happy. Siehst du die Insel schon? Nein. Guck mal, vorne, hinten. Dreh dich mal um. Müsstest du eigentlich sehen. Oh ja. Ist riesig. Das ist also, wieder so eine Insel mit einem Vogel. Ja, ja, genau. Tieren. Das müsste eine Insel mit einem Vogel sein, mit Tieren sein. Und da können wir dann jetzt auch gleich wieder Metall sammeln und Puffofische und Schlamm. Genau, diese Puffofische, genau. Geil. Die Frage ist, brauchen wir zwei Alpakas, um die zu vermehren, oder reicht das, wenn wir eins haben? Eigentlich macht es nicht so viel Sinn, wenn wir nur eins haben, ne? Ich denke mal, wir werden zwei brauchen, oder? Ja, auf jeden Fall. In die andere Richtung. Der Hai beißt. Warte, oh, der ist fast tot, der ist fast tot. Hä, jetzt fängt der an. Ah, okay, ich muss das auch verstärken, okay. Ich hab den Hai mit dem Bogen getötet, by the way, ne? Okay. Ich weiß jetzt nicht, hast du nicht gesagt, der kommt dann erstmal nicht mehr wieder? Wie meinst du das? Du hast doch gesagt, wenn man den Hai mit dem Bogen tötet, kommt der erstmal nicht mehr wieder. Nee, ganz normal, wie sonst auch. Mein Bogen ist, by the way, fast kaputt, oh, ne? Oh, hier ist so ein Fisch. Mach den mal. Ja, warte. War ich mich erschrocken. Tot. Nice. Ja, ich sammle mal den ganzen Tang da. Diesen Seetang. Du musst übrigens immer zuerst die Pfeile einsammeln und dann den Fisch looten. Okay. Weil sonst kann das sein, dass die Pfeile verschwinden. Ja, okay, wir müssen komplett unten alles verstärken, weil der nimmt immer die, die am schwächsten sind. Okay. Ja, weil hast ja gerade gesehen, der beißt jetzt einfach dann in der Mitte ein Ding ab. Ja. Aber hier ist gar kein Eisen, hab ich das Gefühl, ne? Ich habe übrigens explosiven Schleim, ne? Was hast du? Explosiven Schleim. Das ist gut. Habe ich jetzt am Start. Ich angel gerade meine komplette Angel. Alter, ich habe was richtig krasses, Jeff. Was denn? Look at this. Warte. Alter, warum ist hier vorne die Treppe kaputt? Ja, weil der Hai das da kaputt gemacht hat. Guck mal hier vorne. Das ist unsere Galeonsfigur. Okay. Okay. Man, mich regt der Hai auf. Wie behindert ist das denn, dass der in der Mitte jetzt die Planken kaputt macht? Hä, der wegkauen. Macht die einfach mittendrin jetzt kaputt? Komm jetzt mit. Durch. Nein, ich mach jetzt die Angel weg. Ich angel jetzt einmal komplett durch. Okay, dann mach ich schon mal Holz. Ja, mach du schon mal Holz. Ja, du bist eh immer so Leben am Limit. Nee. Ich kann's ja nicht ändern, ne? Bei dir gibt's nicht, ich bin full life, sondern bei der dir... Der Hai reift an. Ich bin fast tot. Ja, der Hai hat gerade eine Palette. Guck mal, wie der beißt. Guck mal, wo der die Löcher reinmacht. Da, hier und da. Ja. Hau den weg. Muss man das vielleicht auch verstärken? Ja, man muss alles verstärken. Geht gerade die Sonne unter oder auf? Auf. Dann gehen wir rechts lang, ja? Wir wissen ja jetzt, was der Vogel gibt. Da ist ein Wildschwein, ne? Also was machen? Ja, komm. Der chargt gleich. Wenn er das macht, was er gerade gemacht hat, dann muss er einfach nur ausweichen. Ey. Du Arschloch, du. Sammel den ein. Oh, da ist der Vogel. Da ist er, der schmeißt einen kleinen Stein auf dich. Ja, ich hüpfe einfach jetzt weiter und laufe. Ja, aber zieh deinen Bogen einfach auf. Wenn der kommt, dann knall ihn gleich ab. Der landet hier jetzt gleich. Ich versuche den schon mal einmal, zweimal zu hitten. Ja. Nein, ich sehe ihn nicht. Natürlich falle ich jetzt runter, GG. Hab ihn getroffen. Einmal.
eine Sackgasse. Könnt ihr schon Heilködern? Mein Bogen ist kaputt, wie gecallt, Digga. Ich hab ihn zweimal getroffen, ja.